Recht herzlich willkommen zur 199. Folge vom Kerbal Space Programm. Ja, wir sind wieder im Spiel. Ihr hört's, ich habe noch eine Erkältung am Laufen und wir müssen jetzt hier die rote Linie schaffen. Sehr interessant. Wo ist unser Space Center? Das ist da. Okay, da müssen wir mal gucken, wie wir da hinkommen. Aber wir müssen so rumkreisen. Das bedeutet... Ne, wir müssen so rum, ne? Oh, ist das schwierig. Jetzt muss ich mal dahinter diesen... Ne, wir müssen runter, damit wir das schaffen. Genau. Okay, dann wollen wir das ausprobieren. Was ist denn hier das Blaue? Okay. Aber wir sind ja hier bei dem Satelliten zugange, ne? Gut, dann machen wir mal Satellitenrakete, haben wir das letzte Mal genannt, oder? Tun ohne Wiederkehr ist immer noch 3 Tage am Laufen. Die anderen sind hier noch 9 Tage unterwegs. Und wo ist die Rakete? Achso, die haben wir gebaut. Das heißt, wir sind jetzt hier gar nicht gekommen. Ist ja noch gar keine Mission in dem Sinne. Mal wieder raus. Und hier rein. Und dann kriegen wir die Rakete dahingestellt. Über dieses Fenster. Ja, sorry, ne? Wir hoffen, dass wir das... irgendwann mal in den Griff kriegen mit der Erkältung, damit ich euch nicht immer voll huste, aber ich versuche es ja auch immer runter zu regeln. So, die müssen wir nochmal anpacken, weil wir haben bestimmt hier nichts gemacht und wir haben auch das TBR nicht gemacht. Das ist nämlich hier noch. Also jetzt haben wir das angepackt, das wollen wir nicht. Also wir müssen hier dran, ne? Da den Schub wegnehmen. So passt es. Ist der denn dann auch so weiter? Ja, der ist dann auch so weit. Okay, aber hier ist dann volle Leistung. Ne? Passt. Gut, das ist dann soweit gut. Jetzt müssen wir hier gucken, wer wann startet. Also. Hier müssen wir mal einen hochziehen. Die starten da, das Triebwerk startet auch da und der Stabilisierer, Startstabilisierer, heißt das Ding, okay. Geht auch dann das ab. Dann trennen wir da und dann können die beiden in 1. Und ja. Ich weiß jetzt gar nicht, wann das da vonstatten geht. Ja, ich glaube, der kann da mit rein, wenn. Und der da, ne? Ja, so müsste das ungefähr passend sein. Speichern wir nochmal ab. Jetzt haben wir das aber umgestellt, fällt mir gerade ein. Da müssen wir, glaube ich, nochmal rein, weil das noch nicht passt. Weil wir haben ja nochmal die Stufe angepackt. Wir sind jetzt hier unten in der Stufe, glaub, ne? Stufe 4. Ja. Dann nochmal dran, aber das ist hier schon mal richtig. Da müssen wir dann nochmal runter, oder was? So. Ich weiß jetzt nicht, ob das so richtig ist, aber es sieht wohl so aus, ne? Ist das jetzt mit Atmo oder ohne? Das habe ich immer noch nicht verstanden. Schalter raus ist ohne Atmo. Und ich glaube, das ist mit Atmo.
So. Wenn es falsch ist, ist auch egal, weil es ist genug. So, nochmal speichern. Das ist richtig. Wir können dann mit der Kiste aufs Launchpad. Und wir müssen dann gen Süden fliegen, ne? Damit wir das hinkriegen. Also die S-Taste meine ich jetzt damit. Sorry. So, ja, das ist unser Berg, was wir jetzt hier aufgebaut haben. Ich glaube, da müsste Norden sein und hier Süden, aber ich weiß es auch nicht so ganz, aber ist jetzt auch egal. Wir sind soweit fertig, können das SAS anmachen, können Schub geben und sind dann eigentlich soweit, dass wir starten können, oder? Ja, würde ich jetzt mal sagen. 3, 2, 1, go! So, läuft. Und wir haben das alle so richtig gemacht. Die Rakete steht natürlich nicht so ideal da. Na? Kurz mal hier reingeguckt. Ja. Sieht so aus, als ob wir den richtigen Weg gehen. So, nochmal da rein. 9000. Oh, unser Haupttriebwerk ist eher leer wie die Booster. Das ist nicht gut. Haben wir irgendwas falsch gemacht. Na, dann ist dem so. Jetzt ist das Haupttriebwerk nämlich leer. Das darf nicht passieren, sowas, ne? Weil jetzt können wir nichts steuern gerade. Das ist ganz schlecht geworden. Naja, dann ist das so. Tut sich irgendwas, aber ist jetzt auch nicht so ganz so schlimm, weil... Wir sind schon relativ hoch. Es tut sich aber nichts. Also wir müssen das Triebwerk noch abballern, klar. Alles gut. Ja, ich glaube, das wird nicht unbedingt der grandiose Versuch sein hier, ne? Was haben wir denn da? Da hätten wir vielleicht mal vorher gucken sollen. Boah. Okay, das war wohl dann definitiv ein großer Fehlversuch. Ja. Da müssen wir noch reichlich raus. Aber wir haben noch ordentlich. So ist nicht. Da kriegen wir das ja hin. So, wir sind jetzt erstmal schon mal so weit, dass wir erstmal einen Orbit machen, ne? Ja, da kommen wir jetzt raus, das ist alles gut. Korrigieren müssen wir später. Jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir den Heiler hinkriegen, aber das sieht nicht schlecht aus. Okay, ist auch nicht schlimm, wenn das jetzt ein bisschen größer wird, ne? Wichtig ist, dass wir den Orbit insgesamt kriegen. Dass wir den erstmal rundherum haben. Und danach kriegen wir das schon hin. Ja, das sieht jetzt ganz gut aus. Wächst und gedeiht. Ja,
Und da kommt schon die Periapsis hoch. Dann lassen wir die erstmal auf 70.000 hier kommen auf dieser Seite. Auf der anderen Seite sind wir schon gleich groß, gut groß. Müssen ja auf 3 Millionen, das ist also überhaupt kein Ding. Wenn wir da jetzt ein bisschen mehr brennen. Aber wir müssen, glaube ich, erst an einer anderen Stelle kommen, um diese Seite zu vergrößern. Gut. Ja, das ist natürlich ein Riesending. Was haben wir denn hier noch ein? Aufsteigender Knoten. Okay. Keine Ahnung, wofür der gut sein soll. Hier ist der absteigende Knoten. Okay, dann... würde ich fast sagen, fliegen wir erstmal bis hier. Bis dahin vorspulen und machen da ein bisschen größer. Hopp, das war genau falsch rum. Einmal 180 Grad drehen. Zu weit. Machen da erstmal größer. So, jetzt sind wir erstmal im richtigen Orbit. So, und jetzt können wir daran rumbasteln, dass wir hier das so hinkriegen, wie wir das brauchen, ne? Also wir fliegen jetzt irgendwo hier lang. Ich glaube, wir machen erstmal beide Seiten gleich. Das macht vielleicht Sinn. Hier auch 1,5 Millionen. Da sind 3, da sind auch 3. Wie sieht's mit dem Treibstoff aus? So viel ist es dann doch nicht mehr. Müssen wir gucken, ob wir das noch hinkriegen. So, 1,1, 1,2. Das ist erstmal so. So ist erstmal gut. Irgendwo hier müssen wir jetzt Manöver ziehen. Und das Ding so drehen, dass das passt. Boah, das ist schon krass groß. Okay, das sieht auch ganz doof aus. Das wäre jetzt aber da, ne? Okay. Ne, das wollen wir ja schon mal gar nicht. Eigentlich müssen wir jetzt nur da so links, rechts, oder? Und das erstmal kleiner wieder. War jetzt falsch.
Jetzt nochmal. Das ist schon besser. Ne, das war verkehrt. Der ist so richtig. So, jetzt sind wir schon mal gar nicht mehr so schlecht. Das könnte man schon mal so saßen, denke ich. Na, vielleicht noch ein klein bisschen mehr. So, ist es schon gut. So, und jetzt müssen wir langsamer wieder werden. Ah, dann ist es schon zu weit. Ich glaube, es ist gar nicht mehr so verkehrt, wie es jetzt gerade ist, oder? So, nur dieses haben wir wahrscheinlich gar nicht mehr da drin, oder? Was wir jetzt gucken müssen ist... Ja doch, wir machen das jetzt erstmal so, wie es ist. Ausrichten, gucken, wie weit wir brennen können. Nee, das war schon wieder falsch rum. Dahin. So. Das passt jetzt. Jetzt vorspulen bis zum entscheidenden Punkt hier, ne? Zum nächsten Manöver vorspulen. Da unten, da sieht alles gut aus. So, Vorspulen ist abgeschlossen. Jetzt haben wir noch eine Minute Zeit. Und dann machen wir da Vollgas, ne? Ein klein bisschen noch tiefer. Ne, tiefer nicht höher. Sorry. Und gehen wir auf Vollgas. Dann brennen wir das runter, soweit es geht, ne? Ja, ein bisschen was ist da drin, ne? Ein bisschen was geht. Ist es doch nicht so wenig, was wir noch dabei haben, ne? So, 500, 400, 300, 200, 100. So, schauen wir mal gerade. Das sieht doch schon ganz gut aus, ne? Na, das lassen wir erstmal so. Das Manöver weg. So, jetzt gucken wir mal. Das haben wir soweit so ziemlich gut, denke ich mal. Jetzt müssen wir nur in die richtige Richtung zeigen. Wie viel Sprit ist denn da noch drin? Nicht mehr viel. Gut, dann
Gucken wir, dass wir das auf jeden Fall gerade noch hinkriegen. Es wäre schön, wenn wir irgendwo was sehen würden. Ah, da kommt es schon, aber das ist entgegengesetzte Richtung, das ist falsch. Also nochmal ganz drehen, ich weiß auch gar nicht, wie es hier so aussieht. Oh, na, Strom 50%, dann geht's noch. So, da ist unsere Marke. So, und das bedeutet jetzt, dass wir hier auf Übel müssen. 3,6. Ja, rundweg 3,6. So, lassen wir es erstmal. Dann können wir bis da unten hin vorspülen. Und da müssen wir das gleich nochmal machen. Nur einmal um 180 Grad gedreht halt, ne? Irgendwie bewegt sich gerade nichts. Ist der Sprit jetzt alle? Ja. Ich hoffe, dass wir wenigstens noch abspringen können. Nein, können wir nicht. Es geht gar nichts. Das ist jetzt richtig doof, weil er beim Vorspulen alles verbraucht hat. Das ist ja richtig ärgerlich. Jetzt Strom ist da, alle. Und wir können nichts mehr machen. Triebwerk starten. Geht das noch? Selbst das geht wohl nicht mehr. Nein. Ganz schlecht. Jetzt haben wir da Weltraummüll produziert. Okay, dann ist das halt so. Ärgerlich, aber war. Hätten wir mal nicht vorgespult, dann hätten wir es gewusst, dass das so ein Problem wird. Und dann hätten wir nämlich diesen Rest gerade weggeschmissen und dann wäre alles gut gewesen. Naja, okay, das ist ein Fehlversuch gewesen. Die Rakete als solches sollte eigentlich soweit funktionieren. Wir bauen nächstes Mal nur halt hier außen noch eine Solarzelle an, dass wir Strom haben. Damit uns das nicht passiert. Ja, dann würde ich sagen, soll es aber für die Runde reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.